Gottes erste Theaterzauber am Jordan. Gott hatte für diesen Spielbeginn schon einen wirksamen Theaterzauber vorbereitet, um der kleinen versammelten Büßergruppe seinen menschgewordenen Sohn groß vorzustellen. Fast 4 Jahrzehnte hatte er dessen Fleischkörper von der Welt unbeachtet in Galiläa heranreifen lassen, ohne dass der durch irgendetwas Großartiges Aufsehen erregt hätte, da ihm ja die göttliche Natur mangelte. Doch nun sollte sich die Welt über Gottes Wunder wundern. Als der Teufel den Jeschua schließlich hochriss und er wieder festen Grund unter den Füßen fand, schnappte der Getaufte gierig nach Luft. Das Wasser troff ihm aus dem langen Haar und er stand ganz benommen da. Als er die Augen öffnete und in die Sonne blinzelte, glaubte er im Himmel ein strahlendes Licht zu sehen. Und er hatte sich diesmal nicht getäuscht. Der himmlische Spielleiter ließ bereits seinen ersten Theaterzauber los. Er befahl seinen dienerischen Engeln, über seinem Sohn das große Himmelsfenster weit aufzureißen, von dem aus man eine herrliche Aussicht auf die winzige Erde hatte. Um sich denen da unten im Flüsschen sichtbar zu machen, zwängte Gott seine Unendlichkeit als heiliger Geist in eine winzige Taube, eine weiße, versteht sich. Die schickte er flugs auf die lange Reise zur Erde, die damals, wie alle wissen, dem Himmel noch etwas näher war als heute. Da der Vogel aus dem himmlischen Taubenschlag war, schaffte er den Flug vom Himmel zur Erde im Nu. Keiner von denen, die da im Wasser standen, sah die göttliche Taube. Und Gottes ganze Mühe, sein Lamm durch eine Taube beglaubigen zu lassen, schien umsonst zu sein. Da gab der Allmächtige dem Johannes rasch ein, zu bezeugen, dass da tatsächlich eine Taube vom Himmel unterwegs war. Johannes sagte, seht ihr die Taube vom Himmel herabsteigen? Oder besser fliegen, das ist Gottes heiliger Geist. Da glotzten die Bußwilligen ins Blaue. Keiner konnte den himmlischen Vogel sehen. Einige dachten sogar, der Täufer muss wohl einen Vogel haben, dass er da eine Taube sieht. Ein dickes Weib, das plötzlich ja nichts als das Blaue im Himmel gesehen hatte, schrie von der Helle geblendet plötzlich auf. Ja, eine Taube, ich sehe sie, eine weiße, das ist Gottes heiliger Geist. Und sie fiel im Wasser auf die Knie. Da wollten die anderen ihr seherisch nicht nachstehen und schrien ebenfalls. Ja, ja, da ist sie, die Taube. Da war Gott froh, dass ein Zauber nicht umsonst war. Die Taube flatterte erst eine Weile über den im Wasser stehenden, unschlüssig, auf wessen Haupt sie sich niederlassen sollte, denn der Häupter waren viele. Doch stach Jeschuas Haupt unter allen anderen so strahlend hervor, dass in der Taube alle Zweifel schwanden. Beruhigt ließ sie sich darauf nieder. Wie die Tauer des folgenden Geschehens trippelte sie auf Jeschuas verfilztem Blondhaar herum. Da ließ der himmlische Vater seine Stimme wie ferner Donner grollen, um den paar Getauften da unten stolz seinen eingeborenen Sohn vorzustellen. Gott sprach, »Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen.« Dieser Ausspruch war verständlich, denn welcher Vater ist nicht stolz auf seinen Sohn, das Beweis seiner Zeugungskraft? Wem der Vater seinen Sprössling vorstellen wollte, war nicht ganz klar,
da außer Jeschua und Luzifer kein Mensch Gottes Stimme vernehmen konnte. Da Jeschua nur seinen geliebten Abba im Geiste hatte, vermutete er sofort, dass dieses Donnergrollen nur die Stimme seines Vaters sein konnte. Nur für den Fall, dass Jeschua über den Menschsein seine Gottessohnschaft vergessen sollte, richtete Gott seinen Wohlgefallensspruch nun an ihn, um ihn daran zu erinnern. Gott sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Da wusste Jeschua ganz eindeutig, dass Gott ihn lieb hatte und ihm wahrscheinlich auch bei seiner schwierigen Sendung häufig beistehen würde. Luzifer lachte in sich hinein. An ihm hat der Vater sein Wohlgefallen. Jedoch nur solange der gehorsam ist. Diesen Spruch hat er zu mir auch gesagt. Doch sobald ich nicht seinen Willen, sondern den meinen tat, war's mit dem Wohlgefallen aus. Dann gab der göttliche Spielleiter dem Johannes ein, zu bezeugen, dass das Lamm in Menschengestalt tatsächlich sein göttlicher Sohn war. Obgleich der Täufer den Fremden gar nicht kannte, gab er sich dennoch als Zeuge her. Doch bei so hochheiligen Angelegenheiten kommt es nicht auf Tatsachen, sondern nur auf den Glauben an. Johannes sagte, hier stehe ich und bezeuge, dieser ist Gottes Sohn. Luzifer schüttelte sein edles Haupt und fragte sich, woher der Mann das so genau weiß, wo er doch später seine Zweifel haben wird. Da die Leute noch nie in ihrem Leben einen Sohn Gottes gesehen hatten, konnten sie nicht sicher sein, ob ein Gottessohn wirklich so aussah wie der da. Einige lachten und sagten spöttisch, seit wann hat Gott einen Sohn? Und mit wem hat er ihn gezeugt? Soviel wir wissen, hat Gott keine Frau. Ja, die Götter anderer Völker, die haben entweder ihre Göttinnen zur Seite oder machen sich an sterbliche Weiber ran, mit denen sie Halbgötter zeugen. Ach, sind das Götter der Heiden und also nichts wert. Unser Gott hingegen, mit wem sollte der es treiben? Er thront unbeweibt im Himmel. Solcherlei Gedanken huschten ihnen durchs Hirn. Doch einige Weiber, denen am Nachdenken nichts gelegen war, das sie nur fühlen wollten, schrien seelisch erregt auf. Ja, das muss Gottes Sohn sein, denn ihm sitzt eine Taube auf dem Kopf. Ich bezeuge es, ich bezeuge es. Ein Weib wartete wie rasend durchs Wasser zu Jeschua hin und schrie, Lamm, nimm unsere Sünden hinweg. Dann hing sie sich an Jeschuas Hals wie an einen rettenden Anker. Das brachte den frisch Getauften einigermaßen in Verlegenheit, denn würde er sich die Sünden derer, die da sündenbeladen und reuungswillig herumstanden, gleich jetzt aufladen, machte das Kreuz mit dem dazugehörigen Blut überflüssig. Eine vorzeitige Sündenübernahme würde dem Stück gleich hier ein Ende setzen. Um das zu verhindern, pfiff Gott seine Geistestaube zurück. Psst. Gehorsam erhob sich diese von Jeschus Haupt, umflatterte ihn noch dreimal, dann flog sie eilends in den Himmel zurück. Dort ließ der Heilige Geist seine Federn fallen und ging wieder in Gott ein. Das Himmelsfenster schloss sich und alles war wieder beim Alten. Natürlichen. Sanft löste Jeschua die Arme des Weibes, das ihn errettungslüstern umklammert hielt, und sagte bestimmt, später, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er ließ sich das Weib enttäuscht ins Wasser fallen. Der Getaufte und von Gott bestätigte Jeschua watete schnell aus dem Fluss. Er war nun ein anderer, als der er ins Wasser gestiegen war.
Man kann eben nur einmal in denselben Fluss steigen. Und auch der Fluss war nicht mehr der gleiche. In der Zeit, in der Jeschua im Wasser gestanden hatte, war doch einiges Wasser das Bett hinabgeronnen. Denn alles fließt und fließt vorbei.